Der Mond. Auch Erdraband oder aus dem Althochdeutschen Mane genannt. Steckt ja auch in dem Wort Monat. Im Lateinischen wird er Luna genannt. Ja, der Mond, etwa viertel so groß wie die Erde selbst, begleitet uns als natürlicher Erdtrabant und ist etwa 380.000 Kilometer entfernt von uns. Ja, was ihr gerade gesehen habt, liebe Zuschauer, hallo, das ist der Mond. Heute ist bei uns der 16. Juli und es ist ein besonderer Tag. Zum einen, heute, wie ihr gerade gesehen habt, verdunkelt sich der Mond, eine sogenannte partielle Mondfinsternis, also eine teilweise Verdunklung des Mondes findet heute statt. Und ja, nachdem ich momentan nicht so viel Zeit habe, dachte ich mir, nehme ich das auch als Anlass und spreche heute mal auch wieder über ein anderes Thema, mache heute ein Gedankenvideo mit euch. Und ja, ich möchte es heute auch wirklich nicht ganz so lang machen wie das letzte Mal. Da habe ich ja schon einige Zuschauer bekommen mit meinem Selbstversuch und einem Vergleich zweier Fahrzeuge zum Thema Ressourcen. Ein bisschen geht es vielleicht auch darum, und zwar auch heute vor etwa 50 Jahren ist der Mond, ja, ich sag jetzt mal, eine Reise hin zum Mond und zurück hat hier stattgefunden. Das heißt, heute vor 50 Jahren startete eine große Saturn-Rakete, eine eigentlich die überhaupt größte momentan, also größte Rakete, die je gebaut wurde. Sie hat sich aufgemacht mit drei Astronauten und diese drei Astronauten sind dort dann später dann über die nächsten Tage hinweg, also vor 50 Jahren, bis etwa zum 20. 21. Juli hin mit einem Raumschiff und einer Mondfähre dorthin geflogen. Der Mond hat, wie schon gesagt, eine Entfernung von über 300.000 Kilometer. Das heißt, es ist eigentlich für uns so überhaupt im galaktischen Maßstab eigentlich gar nichts. Natürlich für uns Menschen dort eine Reise hinzumachen, allerdings schon. Wir sind klein, wir haben nicht die Technik und vor 50 Jahren war das eine Meisterleistung. Ja, der Mond ist schon immer ein sehr außergewöhnliches Objekt gewesen. Wenn ihr selbst die Möglichkeit habt und könnt nachts mal rausgehen, dann nutzt das bitte. Es ist wirklich ganz, ganz schön. Nicht nur der Mond, der ganze Sternenhimmel, der Sternenhimmel bei Nacht zu sehen, das ist wirklich ein sehr, sehr tolles Erlebnis, finde ich. Es wird viel vergessen in der heutigen Zeit, dass es auch natürliche Schönheit gibt in der Natur, die man einfach nur ja, anfassen oder anschauen muss, definitiv. Ja, was ich heute eigentlich sagen wollte, diese technische Meisterleistung, das heißt mit einer Technik, die bei weitem nicht vergleichbar ist mit der Technik heutiger Fahrzeuge, egal ob Auto oder Flugzeug, das war bei weitem nicht so. Das heißt, der Faktor Mensch war hier sehr, sehr wichtig. Die Ziele, die sich die Menschen damals gesetzt haben, das zu erreichen, 380.000 Kilometer zu bewältigen, einmal quer durchs All, durch Vakuum zu fliegen, extreme Temperaturen auszuhalten und das Risiko jederzeit, dass etwas schief geht, auf sich zu nehmen, das war schon, finde ich, eine außergewöhnliche Meisterleistung. Und ich mache mir da schon mal meine Gedanken und vielleicht ihr auch. Das heißt, das eine
ja, ich sage jetzt mal, dass es uns ermutigen kann, sowas, wenn diese extreme Meisterleistungen auch irgendwo vollbracht werden von Menschen, die sich ein Ziel gesetzt haben, wo man vorher für unmöglich hält, dass es tatsächlich möglich ist, diese Meisterleistungen hinzubekommen. Wenn ihr also auch Wünsche oder Pläne, Träume habt, die ihr denkt, wahrscheinlich so nicht erreichen zu können, glaube ich, es ist schon wichtig, vielleicht sie nicht gleich zu verwerfen. Ihr müsst einfach nicht mehr, wie man sagt, dran glauben, sondern ihr müsst auch dafür arbeiten, dafür kämpfen. Also ich möchte selbst viele Dinge in meinem Leben verwirklichen. Und wenn ich dann an so etwas wie diese Meisterleistung, zum Mond zu fliegen und wieder zurück, wenn ich das mir so vorstelle, dann denke ich mir, es war ein großer Prozess. Ein Einzelner hätte es vielleicht nicht geschafft, aber trotzdem, jeder hat ja sein Päckchen für sich zu tragen. Das heißt, jeder Astronaut, aber auch jeder kleine Mitarbeiter bei der NASA oder weltweit, der das damals unterstützt hat, hat mitgeholfen, dass diese Meisterleistung geschafft wurde. Und so wie ihr wahrscheinlich Pläne habt, habe auch ich Pläne. Auch wenn ich momentan nicht immer die Zeit habe, möchte ich diese Pläne und Ziele nicht aus den Augen verlieren. Ich hoffe, die nächsten Monate und Jahre kann ich weiter mit euch zusammen dran arbeiten, an einem für mich großen Ziel, meiner eigenen Mondlandung, das hinzubekommen, auch was Großes zu erreichen. Vielleicht werde ich es nicht schaffen, aber probieren möchte ich es trotzdem. Und wenn ihr wollt, mit euch zusammen. So, und wenn ihr das nächste Mal etwas Zeit habt, Samstag, Sonntag zum Beispiel, ihr könnt ausschlafen, dann macht es so wie ich auch ab und zu. Geht mal raus und schaut einfach mal hoch in den Himmel. Ich mache das jetzt auch. Und gute Nacht.